Ja, guten Morgen, YouTube-Freunde. Was läuft da beim Bauer Hausi? Morgenstimmung, Samstagmorgen. Schaue da schnell mal zu meinen Kühen. Denen gefällt es da mit viel Gras. Und mir gefällt es auch. Es ist wesentlich weniger gefährlich und ruhiger, als auf Schweizer Straßen Motorrad zu fahren. Jawohl. Ja, ich habe jetzt da gerade den Video hochgeladen, den ich gestern Morgen gemacht habe. Zuerst dachte ich, soll ich oder soll ich nicht? Und dann habe ich ihn gleich wohl gestartet. Ich musste das einmal loswerden. Das Rasengesetz in der Schweiz, das ist so ein Katastrophengesetz. Ich kann nicht verstehen, wie das überhaupt zustande kommen konnte, sowas. Das geht schon an grenzt schon an Unmenschlichkeit. Jawohl. Also, darum stehe ich da lieber bei meinen Kühen. Und sie kommen schauen da. Oh, Achtung. Es ist immer noch Kuhkampf im Gang. Ja? Ja. Und da vorne gestern abgeschlägelt. Muss dann noch Dünger gesät werden. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit finde heute. Ich hoffe. Doch. So, da rückwaschen und zurückbringen und gerade Düngerstreuer anhängen, damit ich da oben in der Weide oben Dünger streuen kann. Ja, und bevor zurückbringen, muss da immer die Fläche eingetragen werden beim Mulchgerät, beim Seppi-Mulcher. Ja, da ich die Weide nicht gülle, gebe ich jetzt eine Düngergabe. Ich habe das im Frühjahr verpasst. Das Gras war schon zu lang. Jetzt gibt es da 2 Kilo Landor, ein NPK-Dünger mit 13, 9, 16. Jawohl. Ja, musste da noch einmal 50 Kilo reinfüllen. Nicht ganz genau gegangen. Ich weiß auch die Fläche nicht ganz genau. Aber jetzt mit 50 Kilo mehr sollte es reichen. Ja, der Böckball, der Wiegestreuer, das ich sehr genau kann. Aber die Distanz muss stimmen, Spurweite und die Fläche. Sonst nützt alles Berechnen nichts. Jawohl. Rein in die Weide. Ein Markierungen zu machen. Die Spurweite zu zählen, zu messen, weil ich ja das von Hand machen muss. Ich habe da keine GPS-gesteuerte Flächenmessung. Fertig. 12 Uhr gewesen, Mittagessen. Nachher muss auch diese Maschine gewaschen werden und zurückgebracht. Jawohl.